Hallo, es geht weiter. Mit Monster on the Rise. Gegen Narva, oh ja. Solo. Ich hoffe mal, das passt soweit. Und ich verrecke jetzt nicht ganz übel. Aber ich habe mir gedacht, hey, ich mach mal mit meinem Bogen, das soll ganz gut gegen die sein. Kämpfe ich mal gegen sie. Und schauen wir mal. Es ist das zweite Mal, wo ich überhaupt gegen sie kämpfe. Sollte aber in Ordnung gehen. Hoffe ich. Das sehen wir ja jetzt. So. Narva ist jedenfalls ziemlich cool, muss ich sagen. Und wir sind noch etwas weit weg. Oh. Und ich habe auch so gut wie keine Donnerverteidigung. Und oder ich habe minus irgendwas Donner, was dann natürlich nicht optimal ist. Aber ich sollte eigentlich doch recht gut Damage machen können. Wenn ich sie richtig erwische. Weil Pierce ist schon ziemlich geil bei der. Pierce ist schon richtig, richtig nice. Wenn man gut trifft. Und ich. Das ist ein schlechtes Beispiel. Ich habe mir auch schon einen Speedrun von Narva angeschaut. Wo auch der Bogen benutzt wurde. Problem dabei ist aber, dass da natürlich ein richtig krasses Set dahinter ist und ich jetzt im Vergleich absolut kein Damage mache. Und wenn ich mir das so anschaue, könnte das schon eine Weile brauchen hier. Obwohl, da ist es schon etwas besser. Aber der hat halt so teilweise 60 Schaden pro Schuss gemacht und so. Das ist dann natürlich ein großer Unterschied. Oh, ah, der ist fies. Der ist fies, der Angriff. Da ist gar keine Loch in der Mitte, wo man durchausweichen kann. So. Oh je. Oh ja, Narva ist bisher ziemlich cool, finde ich. Ich habe Spaß gegen Narva. Oh. Noch weiter oben. Danke. Oh, als ob du so schießen kannst. Jetzt bin ich K.O. Nein, lass mich in Ruhe. Katze, hilf mir. Ja. Oh, weg hier. Narva, ey. Narva. Als ob. Und das ist interessant aufgebaut. Aha. Das ist jetzt vielleicht ein Fehler gewesen. Oh ja, gut. So, und weiter hoch geht's. Und ja. Ein Bogen macht mir immer noch ziemlich viel Spaß. Und ich habe mir jetzt auch so ein paar mehr Bögen gemacht, oder ich bin gerade dabei, ich habe noch nicht allzu viele. Und wenn ich da dann ein besseres Set habe, dann ist das auch nicht schlecht. Ich muss mir noch irgendwie Sets machen, wo ich auch Schaden mache, weil man sieht, habe ich bisher eh fast nur Defensiv-Sets dabei. Und man kann vielleicht erkennen, dass es nicht unbedingt immer die beste Wahl ist. Boom! Ich mache mit meinen Nahkampfangriffen halt einfach mehr Schaden. Und? Boom, boom, boom! Ja, nicht übel. Hey. Komm schon. Ach, mit dem Angriff kann man echt gut Damage machen. Und looten. Hallo. Oh, nicht mit mir. Ah ja. Ich glaube, also hier ist schon ein Riesenunterschied, wenn man eine gute Stelle erwischt. So im Vergleich, wenn man keine gute Stelle erwischt. Vom Schaden her. Und halt, wenn ich hier angreife, macht das schon mal um einiges mehr. Aber das ist, glaube ich, einfach nur logisch. Oh. So, und aufladen. Und sonst, ich weiß gar nicht. Ah, okay. Sonst, was gibt es noch so zu sagen? Also, Monster and Rise, die Anzahl, sie ist okay. Bin gespannt, was es noch so alles geben wird. Also, Camelos wissen wir ja schon. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich muss mir auch noch ein Set dagegen machen. Ich weiß gar nicht, gegen was der schwach ist. Ob das einfach nur Drache ist, glaube ich nicht. Oder? Wer weiß. Das sehen wir dann. Das gucke ich noch nach. Und dann machen wir da ein cooles Set und dann können wir da auch gleich loslegen, sobald der eben... Oh. Ready ist. Und? Oh. Och nee. Oh, okay. Hat mich nicht erwischt. Alles gut.
Boom. Hui. Wir sollen uns auch bereit machen. Da hinten, da können wir es sogar schon einsetzen. Wir haben dann nämlich die Möglichkeit, oh, gut Damage zu machen. Also erstmal mit Maschinenkanone draufballern, würde ich sagen. Okay, aua. Jetzt zum Beispiel. Ich hoffe, sie bewegt sich nicht. Nein! Nein! Ich bin so schlecht. Als ob ich... Oh, traurig. Traurig. Als ob ich das jetzt verkackt habe. Oh. Warum mache ich es auch? Okay, das könnte das Ganze ein bisschen verlangsamen. Das könnte ein Problem sein. Komm mal her. Das kriegen wir wieder hin. Das kriegen wir wieder hin. Den Damage holen wir ein. Irgendwie. So. Ich weiß ja nicht, wie viel HP das Vieh im Solo hat. So, aber davon lassen wir uns schon mal gar nicht treffen. Und. Oh. Und jetzt gibt's Stress. Oh, ba, 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 ba. Boom, und umgekippt. Hier, man kann da richtig reinhauen damit. Mit diesen... Also, das habt ihr gerade gesehen, da haben wir 1000 extra Schaden bekommen. Das Vieh hat 1000 extra Schaden bekommen. Ich weiß nicht, wenn man irgendwas abbricht damit, glaube ich. Irgendeinen Angriff abbricht. Alter. Junge, pass doch auf, was machst du denn? Wo ist denn jetzt die Schwachstelle hin? Die ist gerade nicht mehr schwach. Ich glaube, ich muss den Kopf angreifen. Oh, no, no, no. So, komm mal her. Genau, gut, der Kopf, der kriegt Damage. So, ich glaube... Nee, weil jetzt ist irgendwie der Bauch nicht mehr so aufgeladen, glaube ich. Kann das sein? Ja, jetzt kriegt das Vieh gerade nur noch Schaden beim Kopf. Boom! Umgekippt! Oh, da auch nicht. Ey, pass mal auf. Das gefällt mir gerade gar nicht. Oh. Ich meine, wenn wir den Kopf erwischen, ist alles gut. Da machen wir krass Damage. Hol mal wieder deinen anderen Schwachpunkt her, Nava. Boom! Jetzt gibt's Stress! Und? Boom, boom, boom! Ja gut, könnte besser sein. Zack! Aber jetzt ist auch wieder der Bauch im Schwachpunkt. Ich glaube, einfach wenn die irgendwie aufgeladen ist. Ich glaube, die tut da irgendwie ihre Elektropower rein. Aufladen, wenn es so Sinn ergibt. Dann macht man da mehr Schaden. Wie gesagt, okay, die Hand macht, kriegt dort auch mehr Schaden. So. Nope. Nicht mit mir. Oder vielleicht auch mit mir. Autsch. Und ins Gesicht. Boom. Fatz. Bin unsicher, ob ich mich heilen sollte. Meine Katze ist ja auch noch da. Die Musik ist aber schön, muss ich sagen. Die gefällt mir hier. Die ist echt toll. Oh, Vorsicht. Ich muss sagen, wir gehen einfach hier hoch. Und ballern wieder! Da-da-da-da-da-da. Okay, das war's auch schon. Antiklimaxisch hier. Klimatisch, wie auch immer. Au! Ich glaube, ich wechsle einfach zu Megatränken. So. Ich muss ja echt mal gute Sets machen. Ich will noch gut Zeug farmen, bevor krasses Zeug kommt. Dass ich auf jeden Fall bei dem mehr Endgame-Zeug bereit bin. Und das ist jetzt nicht optimal. Oh, schade. Ja, halt so. Und wenn ich dann krassere Sets habe gegen die krasseren Gegner, dann geht es auch ein bisschen eleganter dann, wenn die tatsächlich mal draußen sind. Dann macht das auch noch ein bisschen extra Spaß. Und das war echt nicht gut, dass ich da reingerannt bin. Aber glücklicherweise war das dem irgendwie egal, dem Hunter. Der wurde nicht erwischt. Das ist angenehm. Und habe ich den bereit? Och, ich habe den bereit.
glaube nämlich, der geht extrem weit. Ich glaube, der trifft sogar. Au! Boom! So, erwischt! Der geht unglaublich weit. Was sind denn das für Dinger, ey? So, wie ich da hoch? Ja. So, zack, zack! Obwohl, ich weiß gut, wenn ich mit der Kanone jetzt draufballer. Solange das Vieh hier auflädt. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht schon zu spät. Vielleicht auch nicht. Ja. Oh. Solange wir davon nicht erwischt werden. Nein. Oh. Und hier runter. Jetzt sind wir safe. Huh. Der nächste. Weiß nicht, ob du nochmal so einen Angriff machst. Wow. Okay, das ist ein super Attack. Heilige. Ich muss mich noch ganz viel lernen, aber so geht es ja nicht. Eieiei, schnell hochheilen. Oh, nope. Oh je. Nein, ich wollte den Superman Dive machen, ich schwör's. Oh, ich krieg jetzt richtig auf die Fresse. Und wieder hochheilen. Oh, was machst du denn da hinten? Na, aber. Du Dreck. Och, ich bin so retarded. Als ob ich da reinroll. Nee, lass mich in Ruhe. Katze, wo bist du? Nein, nein. Au. Au. Ich hab gleich keine Tränke mehr. Heieiei. Und aufladen. Puh. Das war jetzt ganz schön krass. Da wurde ich richtig hart weggekommen. Und schnell, lass mich da hoch. Ach, lass mich doch da hoch. So. Jetzt aber. Das hat gerade so zum Staggern gereicht. Wunderbar, ein so ein popiger Hit. Nein, warum? Und Angriff! Explosionen! Nicht mit mir! Noch einmal weggesniped worden. Ich finde das gerade gar nicht cool. Nee, tut mir nicht weh. Der da hinten ist vermutlich schon lang nicht, noch lange nicht mehr ready. Noch lang nicht ready. Hey du! Und. No. Ich hab Angst. Ach, ich hab keine. Ach. Jetzt aber. Ach, als ob. Ich hab keine Dinger ready gehabt. Keine Käfer leider. Ach, nicht Nahkampfangriffe machen. Komm hier. Draufballern. Boom! So, jetzt kommt erstmal meine Rache. Kanonen, Kanonen, Kanonen? Jetzt gibt's Stress! Boom, boom! Richtig gut Damage! Also die Kanonen sind super! 380 pro Schuss! Boom! Jetzt kannst du mich mal kreuzweise Nava. Ich weiß gar nicht, wie gut die Waffen eigentlich von dir sind. Ob die sich so lohnen? Ich hab nämlich einen anderen Donnerbogen gemacht und der ist gefühlt halt einfach besser. So. Boom, boom, boom. Zack. Und also ich weiß gar nicht, welchen ich habe, aber der hat irgendwie. Oder ist es? Doch, ich glaube, das ist eine Donnerwaffe, die ich mir geholt habe. Ein Donnerbogen. Und der hat irgendwie so 40 plus Donner. Und der Nava und halt irgendwie auch mehr Nahkampfangriff. Oder er hält mehr Raw Damage. Hast du einen Nava-Bogen? Irgendwie komisch. Bitte triff mich nicht, aua. Also, ich weiß nicht. Nava-Waffen, komisch. Muss ich noch schauen. Vielleicht haben die noch irgendwelche coolen Verbesserungsdinger. Sonst gibt es natürlich auch immer.
Nicht mehr unsicher. Aber gut. So. Ui. Genau, da will ich hoch. Wunderbar. Jetzt kannst du dich gar nicht aufladen, wenn ich dich abballe, oder? Hoffentlich stoppen wir das Vieh, bevor der Ultra-Angriff kommt. Boom, wunderbar. Und? Zack, zack, zack. Der Angriff ist super. Noch ein Nahkampfangriff. So, also meine Nahkampfbeschichtung ist hier vermutlich absolut fehl am Platz. Darum benutze ich die auch nicht wirklich. Weil ich immer die ganze, so weit weg bin von dem Vieh. Boom. Oh nein. Lass mich hoch. Nie, als ob. Als ob. Schade. Komm nicht. Es ist leider nicht so gut. Dumm einfach. Ach, Reaktionszeit gleich null. Es ist nicht so gut, da einfach hinzurennen. Zu den Anlagen. Bitte. Weg mit mir, weg mit mir. Tschüss! Huff. Schnell hier hochheilen und dann hole ich mir noch mehr Tränke, Mann, als ob ich das benötige. Ja, ich muss mir jetzt wirklich mehr Zeug holen, das ist so traurig. Aber ich habe nicht erwartet, dass ich hier so Probleme habe bei dem Vieh. Also Respekt hier. Ich habe irgendwie gedacht, ich baller Nava jetzt einfach easy weg und laber nebenher noch. Und jetzt bin ich voll am Konzentrieren und und krieg keinen deutschen Satz raus. Also Nava ist schon... Obwohl, ich weiß nicht. Nava ist eigentlich in Ordnung. Ich muss noch ein bisschen aufpassen. Man kann den Angriffen halt eigentlich gut ausweichen. Wenn man sich nicht zu doof anstellt. Dann muss ich noch schauen. Oh. Das könnte jetzt problematisch sein, aber... Oh, okay, okay. Easy, easy, easy. Oh, schrei mich halt an. Ist mir doch egal. Ist wieder das... Nee, nur das da hinten. Mhm. Ah, wenn man sich... Aber nicht... Wenn man aufpasst, dann sollte man eigentlich relativ safe sein. Weil natürlich kommt dann auch noch sowas. Wo man auch aufpassen muss. Und dann vielleicht nicht so easy ist auszuweichen. Oh ja! Was war das denn? Ich lerne hier immer mehr neue Angriffe kennen. Uff, hat der reingehauen, Mann. Oh. Ich meine, man muss noch dazu sagen, ich habe auch minus Donnerabwehr. Eigentlich würde ich hier noch ein bisschen mehr wegtanken. So. Oh. Oh. Hallo Nava! Ja, und ich habe auch leider den Wyvern-Schuss daneben gehauen. Der wäre richtig geil gewesen. Der wäre so, so geil gewesen einfach. Oh nein, nicht nur. Oh. Ich einfach nur weg, Luft weggeballert. Und los, Angriff! Und. Geh doch weg! Oh, easy! Okay, okay, okay. Es braucht immer eine Weile. Es braucht immer eine Weile, bis man da unten ist. Hallo Nava! Ich glaube, die Hände sind auch eine Schwachstelle. Manchmal jedenfalls. Und drauf hier. Zack. Boom. Na gut, jetzt lohnt sich vermutlich nicht mal hier drauf zu gehen. Ach, nein, 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 lass mich weg. Oh. Oh, okay. Die Anlagen sind teilweise echt mega kacke, weil man halt 100 Jahre braucht, um von denen wegzukommen. Das ist dann natürlich... nicht sehr optimal, wenn dann irgendwas auf einen zufliegt und man sieht und eigentlich weg will, aber trotzdem nicht weg kann. Sollte ich nicht mehr drauf reinfallen. Außer natürlich, das Opening ist gut genug. Zum Beispiel bei den Kanonen jetzt. Das wirkte bis jetzt immer ein guter Moment, um drauf zu ballern. Boom! Ich hab was kaputt gemacht! Angriff! Boom! Und vernichtet. 20 Minuten!
Okay. Okay, ich habe mich schlecht angestellt als erwartet. Aber ich werde mich verbessern und dann mache ich irgendwann nochmal einen Fight gegen Nava und dann sehen wir mal, wie ich mich anstelle. Du Drecksi. Ich bin ein Hunter. Ich bin hier, um besser zu werden in dem Spiel. Hey, 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 hey. Übel. So, Hauptziel abgeschlossen. Fatz. Puh. War anstrengend. Ich meine, ich habe das auch solo gemacht, aber... Ja gut, ist ja mittlerweile keine Ausrede mehr. Sind ja auf Solo auch gedingst, was auch immer. Man kann ja auch Solo kämpfen hier ohne Probleme. Jedenfalls habe ich es geschafft und das gehört auch in der Beschreibung. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu doof angestellt. Ja, ich habe eine Menge Tränke geschluckt. Ja, richtig viele Tränke. Viel zu viele Tränke. Oh, ich muss zurück zum Lager trinken. Das war übel. Aber, hey, das Wichtigste ist, dass ich keinmal gestorben bin. Und das Schlechteste, das Übelste ist, dass ich den da ja daneben geschossen habe. Das tut so weh in der Seele, wenn man sowas daneben haut. Das ist so ein cooler Angriff. Der macht richtig Spaß, aber... Welp. Ja gut, ich bin dann jetzt in die Folge und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.